Auf dem Marktplatz treffe ich die Schützengesellschaft Wernigerode. Der Traditionsverein von 1451 hat fast 100 Mitglieder. Das ist aus allen gesellschaftlichen Schichten, in jedem Alter. Hier im Harz leben 2% Ausländer, im Bundesdurchschnitt sind es 11%. Bei der letzten Landtagswahl holte die AfD in Wernigerode 24%. Haben Sie Ausländer in Ihrem Verein? Nein, Ausländer haben wir nicht in unserem Verein, hatten wir allerdings, muss ich auch sagen, noch keine Anfragen. Da haben wir gar kein Problem mit. Dass die AfD so viel Zuspruch bekommen hat, versteht Jürgen Dutschko nur so halb. Na, ich sehe das persönlich mit Besorgnis, aber allerdings denke ich, dass das auch eine zeitliche Frage war, weil zu dem Zeitpunkt, als in Sachsen-Anhalt gewählt wurde, natürlich gerade die Flüchtlingsproblematik ganz oben in den Medien war. Und das ist, denke ich, auch ein Grund gewesen, dass die AfD so stark geworden ist. Hier werden Tradition und Brauchtum bewahrt und das Schießen geübt. Aber die Schützen diskutieren auch viel. Das Thema Migration sei abgeflaut. Die echten Probleme seien ganz andere. Was ist Ihr Wahlthema? Viele hier reden, wenn wir zusammensitzen, über den Bereich der Rente. Also das ist ja hier in, sag jetzt mal pauschal, nicht in Sachsen-Anhalt, sondern in den östlichen Bundesländern ein größeres Problem, dass jetzt eine Generation auch in Rente geht, die relativ wenig Rente kriegen und wo es dann auch ein bisschen um Existenzängste gibt. Auch beim anschließenden Stammtisch wird schnell klar, bei der Bundestagswahl sind es die sozialen Themen, die bewegen. Viele Vereinsmitglieder setzen dabei auf Wechsel. Wen wählen Sie? Diese Wahl ist die schwerste Wahl, die wir zu treffen haben. Ich wünsche mir, dass die GroKo nicht wieder existiert. Konservativ und liberal, sagt man dann in dem Fall, ja. Was ich sonst nicht gemacht hatte. Wer in dieser Gesellschaft die Wirtschaft hinter sich hat, hat auch das größte Durchsetzungsvermögen. Und so wähle ich. Und wer ist das? Das dürfte mein Geheimnis bleiben.